Moin Leute und willkommen zu meiner Review von Mario Party Iceland Tour für den Nintendo 3DS. Heute möchte ich euch mal meine Meinung ein bisschen näher bringen und ich würde einfach mal vermuten, sie wird mehr schlecht als gut ausfallen. Natürlich hat das Spiel auch seine guten Seiten, die werde ich auch ansprechen, aber es gibt so viele schlechte Sachen, die mich extrem genervt haben und ich werde mich hier heute einfach mal ein bisschen auskotzen. Erst erzähle ich was zur Steuerung, danach zur Story, danach folgt der Umfang und am Ende gibt es ein Fazit von mir. Zur Steuerung kann ich eigentlich sagen, sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe damit keinerlei Probleme gehabt, alles wird gut ausgenutzt. Der Gyrosensor wird in Minispielen verwendet, so wie das Touchpad. Das ist schon mal ein ganz klarer Vorteil, weil in vielen Spielen wird ja Gyrosensor oder Touchpad total nicht ausgenutzt. Entweder man klatscht da nur eine Karte drauf und das war's, aber hier wird es auch mal wieder endlich eingebunden und eingesetzt. Das hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Ich habe bei Weitem noch nicht alle Minispiele gespielt, aber bisher habe ich noch keins gehabt, wo das Mikrofon mit eingebunden wird. Ob es da jetzt irgendwie sowas gibt, kann ich euch leider nicht sagen. Wäre auf jeden Fall cool und wenn nicht, dann ist es schon ein bisschen schade. Kommen wir zur Story. Ja, die sucht man in diesem Spiel vergebens. Der einzige Ansatz, der so ein bisschen auf Story deutet, ist vielleicht der, dass Bowser sich eine eigene Insel erschaffen möchte und irgendwie alle Blubberblasen an sich reißen möchte. Ich möchte die Story jetzt nicht bewerten, weil ich kann nichts bewerten, was jetzt nicht existiert. Also von daher springen wir einfach mal gleich zum Umfang weiter. Das ist nämlich auch wieder so ein Zwiespalt-Ding. Mario Party ist so eine Spielreihe, die spielt man am besten mit Freunden oder online. Wobei online, das fällt ja sowieso komplett weg. Ich habe es im Multiplayer gespielt und es macht wirklich verdammt viel Spaß, wenn da jetzt zu zweit oder zu dritt sitzt. Ist wirklich sehr unterhaltsam und da haut das Spiel auch einiges nochmal raus. Aber alleine macht es wirklich fast gar keinen Spaß. Ich sag mal so 30-40% Spaß hat man damit alleine. Also wenn man so Freunde hat, die regelmäßig herkommen und dann zusammen mit denen zockt, dann macht es wirklich Spaß. Aber was dem Spiel ganz klar fehlt, ist ein Online-Modus. Ich weiß nicht, warum die da keinen Online-Modus einbauen. Bei Smash Bros. War es auch sinnvoll und sie haben es gemacht, aber bei Mario Party fehlt der Online-Modus. Schon seit der Nintendo Wii. Ich weiß nicht, was das soll. Ich hoffe ja immer noch, dass für die Wii U ein Mario Party-Titel erscheint, was eigentlich sehr wahrscheinlich sein wird. Und ich hoffe, dass da ein Online-Modus sein wird, weil alleine macht es ganz Spaß und man kann sich ja nicht irgendwie mal Leute hierher holen oder zu Leuten hingehen. Von daher, Umfang ist eher so ein Zwiespalt, kommt immer drauf an, wie man das macht, ob man da eher alleine spielt oder oft mit Freunden zusammen. Ja, und schon sind wir bei meinem Fazit angekommen. Es gibt ganze zwei Sachen, die mich extrem nerven und für mich persönlich das Spiel kaputt gemacht haben. Das erste wäre der Spielablauf. Ich bin Fan der ersten Generation, ich habe es damals auf dem N64 und GameCube rauf und runter gezockt. Und der normale Spielablauf sieht halt so aus, dass man ein Spielbrett hat, da läuft man so und so viele Runden, sammelt Sterne und Münzen ein, um am Ende der Sieger zu sein. Das verfällt schon mal komplett in diesem Spiel. Man sitzt jetzt zwar nicht zusammen in einem Auto wie bei Mario Party 9, was für mich auch der Griff ins Klo schlechthin war, sondern man läuft jetzt wieder für sich alleine, aber trotzdem haben die Spielbretter wieder einen Start- und Zielpunkt. Also man läuft wieder von A nach B. Das hat für mich nichts mehr mit Mario Party zu tun. Da frage ich mich, ob die Entwickler jemals Mario Party gespielt haben. Bestes Beispiel ist die Kugel-Willi-Stage. Also, sowas habe ich auch noch nicht gespielt. Da hat man halt eine Reihe, die man so läuft. Da geht man einen Block nach oben und läuft die oberste Reihe wieder zurück ins Schloss, um dann der Sieger zu sein. Und man kann sich zwar in Felsspalten verstecken, um dann gesichert zu sein, aber wenn man Pech hat, was man im Spiel relativ häufig hat, landet man auf dem Kugelwilli-Feld oder man würfelt Kugelwilli und wird zurück an den Midway-Point oder an den Start geschossen. Also, ich habe noch nie sowas gespielt, also das war wirklich der Hammer. Ich weiß auch nicht, warum nach Mario Party 8 der Entwickler gewechselt hat. Da werde ich mich nach der Review gleich mal informieren. Weil, wenn Mario Party für die Wii U erscheinen sollte, was irgendwie auch wahrscheinlich ist, ich möchte nicht, dass der Entwickler da weitermacht, der jetzt Mario Party 9 und Iceland Tour gemacht hat. Also, zwei verkackte Mario Party Titel, das ist schon echt Dama, also naja. Dann komme ich jetzt mal nämlich zum nächsten Thema, nämlich Glück und Pech in dem Spiel. Also,
Es gab Momente, wo ich wirklich an meinen Skills gezweifelt hatte, weil dieses Spiel ist sowas von glücksbasierend. Ich kenne kein Spiel, wo man so viel Glück haben muss. Ich glaube, nicht mal Poker ist so glücksbasierend wie Mario Party Iceland Tour. Ein gutes Beispiel wäre die Kamek Stage. Man sitzt dort mit seinem Charakter in einer Rakete und je nachdem, was man würfelt, kann man so und so viele Felder vorrücken. Auf dem Weg gibt es noch so kleine Felder mit Booster, also so Raketenbooster, die man an seine Rakete packt. Und wenn man einen Booster dran hat, verdoppelt sich die Würfelzahl. Wenn man drei dran hat, dann verdreifacht sie sich und so weiter und so weiter. Ich denke mal, das Prinzip erklärt sich. Und komischerweise haben die NPCs sowas von viel Glück, dass sie entweder genau auf den Booster kommen, wenn sie ihn brauchen, oder genau die Zahl würfeln, die sie gerade benötigen, um weiterzukommen. Das war jetzt nicht nur bei dieser Stage so, sondern allgemein. Ich habe viele Stages, ich glaube 3-4 Mal gespielt, um jetzt zu gucken, ob das jetzt wirklich Pech war oder ob das jetzt wirklich so glücksbasierend ist, wie es rüberkommt. Und es ist wirklich so. Also, das ist der Hammer. Ich hasse sowas. Ich habe das schon bei Mario Fortune Street gehasst für die Wii. Da haben die NPCs auch so viel Glück gehabt und kein Gehirn. Also, sowas Schlechtes programmiert habe ich auch noch selten gesehen. Ja, das sind so die Sachen, die mich wirklich extrem aufgeregt haben, für mich persönlich auch das Spiel kaputt gemacht haben. Und ja, jetzt komme ich mal zu den guten Sachen. Das sind auch zwei Stück an der Zahl, nämlich die Minispiele und der Bowser-Turm. Die Minispiele sind wirklich sehr, sehr gut geworden. Also es gab vielleicht 3-4 Minispiele, die ich jetzt weniger gefeiert habe, aber der Rest war wirklich sehr, sehr cool. Was gab es denn da so an coolen Sachen? Da gab es wieder diese typischen Trigger-Spiele, wo man die ganze Zeit A drücken musste, um irgendwas aufzupumpen. Oder, ja, dieses Würfelspiel, das hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Auch diese, ja, wie nenne ich das? Diese, wer als erster rausfliegt, Minispiele. Man drückt einen Schalter und wenn der explodiert, ist man raus und die nächsten drei machen weiter. Solche Spiele feiere ich auch und ja, Minispiele habe ich halt gefeiert und das andere ist der Bowser-Turm. Ist eigentlich auch eine Minispielansammlung. Man hat 30 Etagen und pro Etage hat man zwei Türen, wo man sich eine aussuchen kann. Und hinter jeder Tür befindet sich halt ein Minispiel, was man vorher auch angezeigt bekommt. Und dann sucht man sich das halt aus, macht das 30 Etagen lang und dann ist man oben bei Bowser. Hat mir gut gefallen, weil die Minispiele sind wirklich extrem gut. So schlecht das Spiel auch ist, die Minispiele machen Spaß. Und ja, das sind eigentlich so die Sachen, die ich zu diesem Spiel sagen kann. Ist jetzt wirklich eine kurze Review geworden oder nicht wirklich groß inhaltlich was draus gemacht worden. Aber ich habe einfach jetzt mal meine Meinung drüber abgelassen und ob ich das Spiel jetzt weiterempfehle, weiß ich nicht. Eher ungern. Also wenn ihr irgendwie Leute habt, mit denen ihr regelmäßig mit dem 3DS irgendwas zockt, dann könnte es sich schon lohnen, weil wenn ihr da irgendwie noch drei andere Freunde mitspielen lasst, dann sind schon mal keine NPCs da und ihr könnt auf euer eigenes Glück hoffen. Also allein wegen den Minispielen wäre es schon wert, sich das zu kaufen. Aber ich finde die Spielbretter, den Ablauf wirklich ziemlich kacke gemacht. Die Spielbretter sind wirklich sehr kreativ. Die haben kreative, wie nennt man das? Themen, interessante Themen. Bis jetzt auf die Kugelwilli-Stage, die war wirklich lame. Aber die Bowser-Welt hat mir sehr gut gefallen. Und ja, das war eigentlich alles, was ich zu diesem Spiel erwähnen kann. Wenn Mario Party für die Wii U erscheint, ich hoffe, da sitzt dann ein anderer Entwickler dran. Ich hoffe, Nintendo hat jetzt gesehen, dass die Entwickler nichts drauf haben. Also, eine dritte Chance gebe ich dir nicht. Wenn bei Mario Party Wii U die gleichen Entwickler dran sitzen, dann werde ich mir dieses Spiel nicht kaufen und nicht schicken lassen. Also, da schaue ich mir vorher irgendwie im Internet irgendwas an. Irgendwie Gameplays oder Let's Plays, um mir da einen Einblick zu verschaffen. Nochmal mache ich das Ganze nicht mit. Ich will wieder das alte, gute Mario Party haben. Mario Party 8 war großartig. Kann man gerne übernehmen, aber das, was jetzt bei 9 und Iceland Tour war, das, sowas will ich nicht nochmal haben. Ja, das war es jetzt eigentlich von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare schreiben würdet, wie euch dieses Video gefallen hat. Ob ihr auch mal damit leben könnt, dass ich auch mal harte Kritik gegen ein Spiel ablasse, was mir jetzt nicht gefällt. Weil sonst rede ich eigentlich wirklich sehr gut über die Spiele. Und falls ihr euch Mario Party Iceland Tour geholt haben solltet, würde mich eure Meinung interessieren. Also ich bin wirklich sehr enttäuscht davon. Und der Posti, glaube ich auch, der ist nicht so begeistert davon gewesen. Deswegen, eure Meinung würde mich sehr interessieren.
das war's jetzt von mir. Ich verabschiede mich, wünsche euch weiterhin viel Spaß und haut rein!